In India, you know how many people celebrate and how they are into this festival. And all the big politicians in the world, they also do this because they have many Indian people in their country, so they want to be voted. So they do this, especially so in Canada, they have 2.5 million Indians, so they make a big Diwali candle, lighting a candle, and this is like Ramachandra came back from his town. Ne? Wir haben dieses große Fest. Diwali in Indien wird groß gefeiert. Das ist wie Weihnachten und Silvester in einem Fest praktisch. Und als Devotees sind wir Krishna, wir sind Krishna-Fans. Wir haben eine Krishna-Fan-Zeit. Our Fan-Club ist Krishna, Radha Krishna. We also worship Sita und Ram. Wir verehren auch Sita und Ram. Yesterday I saw the film from Ayodhya. They built a new temple and they're quite finished. Then the Muslim destroyed all the whole place and put a mosque, and now they destroy the mosque and put a Krishna, the Ramachandra Tempel. Die haben in Ayodhya, die Muslime haben den Tempel von Rama und Sita zerstört und direkt auf derselben Stelle eine Moschee gebaut. Also, und dann, das muss man ja auch nicht so extrem machen, aber dann wurden die Hindus wieder aufgeregt und haben die Moschee wieder zerstört. Und das war jetzt ein jahrelanges Chaos. Das war nur eine Fläche von Steinen und ein Zaun drumherum und keiner durfte drauf. Emotionale Bindung an das Ganze. Und jetzt hat Narendra Modi wieder durchgesetzt, dass der Tempel gebaut wird und er ist schon fast fertig. So just because wir sind bewusst über die Situation in Indien mit diesem Diwali. Und dann der Tag danach ist für uns ein bisschen speziell wegen Govardhan. Der Govardhan-Berg wird verehrt. Krishna lifting Govardhan Hill on his left little pinky. So this was very special. So wenn Krishna einen Berg hochheben kann, oder wenn Krishna den Planeten Erde heben kann und um ihn rumfliegen lassen kann, dann ist er auch in der Lage, einen Berg zu heben. So wir worship Govardhan. Krishna is a Govardhan Hill lifter. Giridhari lifting Govardhan Hill. Und das machen wir nächsten Sonntag. Next Sunday we do some hill here in the temple out of some sweets and ladu and halava and a little playmo mention. We do some little Krishna playmo Krishna, cows from Playmobil. And make a very nice hill and we worship this Govardhan Hill by circumambulating this hill. If you want to come, you are invited to come. And if you go once around this Govardhan Hill out of Ladu and Halavan, you don't need to circumambulate the big Govardhan Hill with 21 kilometers barefoot. The same benefit you get from circumambulating Govardhan. So wenn wir den Govardhan Hügel einmal umkreisen aus Halava, dann haben wir denselben Nutzen, als wenn wir einmal den großen Govardhanberg umkreisen, 21 Kilometer und barfuß. So die gute Gelegenheit. Wir können sogar dreimal rumlaufen, dann haben wir das schon verdreifacht. Okay.